Moin moin Leute, willkommen zurück zu Far Cry 5. Heute erneut aus seinem Helikopter starten. Das ist halt irgendwie die angenehmste Weise zu reisen. Was ist denn jetzt los? Und wir haben einen Ladescreen. Was ist passiert? Meine Uroma hat hier gearbeitet. Ja, was ist denn jetzt los? Die Schweinepriester werden verlieren und die wissen es. Habe ich eventuell einen Rebellen angeschossen? Es geht nichts über eine Spritztour. Okay, auf geht's. Ja, wir müssen unter anderem einen Hubschrauber beschaffen. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich nicht weitermachen? Okay, gut, anscheinend müssen wir beim Film weiterhelfen. Auch wenn ich am liebsten mit der anderen Quest weitermachen würde, liebes Spiel. Aber okay, dann machen wir hier weiter. Gut. Ja, legen wir los. Ich bin ein bisschen irritiert. Legen wir los. Komm her. Also es geht um einen Far Cry Blood Dragon Film. Auf geht's. Etwas Schwerem. Das sollte ausreichen. Du, ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat den Kerl gefeuert, als der keine scharfe Munition bei den Kühen benutzen wollte. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht. Nur eben mit Ton. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie gut das läuft. Lärm? In der Wildnis von Montana? Na sowas. Hier ist es scheiße laut. Und du sollst die Geräusche ausschalten. Das meine ich wörtlich. Hörst du die Hupe? Genau dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige den Lärm, koste es, was es wolle. Aha. Das ist was Himmlisches. Da liegen die Prepper nicht falsch. Das stimmt, Turkey. Hörst du die Hupe? Schnapp sie dir, Heißblut. Ja, geil. Dreh die Mucke auf. Aber nicht diesen Teil nicht ein. Die Schweinepriester werden verlieren und die Pisten. Oh mein Gott! Ich versuch's mal da drüben. Passt auf mich auf! Yo, wie schnell sind die denn bitte? Willkommen in Luftangriff County, Bevölkerung. Brattatat. Ja, Mist. Nicht erwischt. Boah, was ist mit dem Kerl? Der Boy ist on fire. Komm, 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 komm. Du hast mich fast. Er ist in die falsche Richtung gelaufen. Gott, das sind immer noch Gegner. So, haben wir's? Gut gemacht. Okay, komm wieder her. Ich horche nach. Gibt Ärger da oben. Hört sich nach Schüssen an. Geh schnell da hoch. Warum dreht ihr hier überhaupt einen Film, ey? Ganz im Ernst. Wow, nicer Rhyme. Ich versuch's mal da drüben. Passt auf mich auf! Es gibt bohrende Kopfschmerzen. Ho, ho! Die sehen mich nicht, aber ich sehe die. Ich fühle mich genau wie der König. Jawohl. Ist nicht sogar ziemlich gut. Komm zurück, wir sind noch nicht fertig. Fallschirm oder Wingsuit. Beides. Heilige Kanonenscheiße! Gottverdammte Musiktrucks! Jetzt kommen sicher die Angels. Schalte die Trucks und die Angels aus. Ach, dafür sind die Musiktrucks da.
Ihr Mann macht alles Absicht, nicht wahr? Geimer, wir verlangt Ruhe! Sprüche aus! Ich kann dich sehen! Okay. Ah, da kommen noch ein paar. Na, Mist! Okay, das war nicht gut. Oh Gott, ich habe kaum noch Munition. Crewmitglied wurde verletzt? Ach stimmt, ja, wir müssen die Leute schützen. Ja, gut. Wer hier ein Dingens macht, ist selbst dran schuld. Wer hier einen Film dreht. Du schlägst dich gut. Komm zurück. Wir sind noch nicht fertig. Du schlägst dich gut. Als würde es ihn überhaupt nicht interessieren, was hier gerade passiert. Okay, wo sind die Angels? Ich hoffe, die überlegen sich noch, ob sie hier wirklich einen Film drehen wollen oder nicht. Verstanden! Du bist ein Naturtalent! Diese Weicheier in Hollywood könnten so einiges von dir lernen! Diese Wildheit, die du gezeigt hast! Intensiv! Oh, Guy hat sich dabei eingeschissen, aber gut so! Endlich kann Guy seine Magie über den ganzen Film spritzen! Blood Dragon 3 wird ein Meisterwerk! Ganz ehrlich, das muss er aber auch! Guy kann nicht mehr länger an so einer Scheiße wie Far Cry arbeiten! Lieber klemmt er sich die Eier in einer Schraubzwänge ein, als ihre verfickten Meinungen über Weltenbau, Konsistenz und Spielermotivation und Glaubwürdigkeit anzuhören. Dann lieber Freitod. Ich schwör's. Oh, und das vorhin war ernst gemeint. Geschlossenes Set. Verpiss dich mal hier. Wow. Ich versuch's mal da drüben. Passt auf mich auf. Ah, sauber. Wir können von allem viel mehr mitnehmen. Erstaunlich gut in Brownies. Ja. Ich bezweifle mal, dass das Oregano ist. Was steht denn hier eigentlich?
Mr. Marvel, dieser Brief soll Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Ihre Drehgenehmigung für die Grimalkin-Radon-Mine abgelehnt wurde. Ihre Bewerbung enthielt nicht genug formelle Informationen, als dass wir sie in Betracht ziehen könnten. Des Weiteren kann die Kommission keine Anfragen genehmigen, die das Leben von Mitarbeitern bei den Dreharbeiten gefährden würden, da der Drehort zudem wie nach wie vor radioaktiv ist. Könnten wir eine längere Strahlenbelastung, Gott, was ist denn heute los, der Mitarbeiter in dieser Umgebung nicht gutheißen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns alternative Drehorte in Hope County für Ihr Projekt nennen könnten. Mit freundlichen Grüßen, die Hope County Filmkommission. Ja, also mach dich mal ab hier. So, ich probiere mal ans Set zu gehen. Können wir hier irgendwie rein oder so, oder? Nee, keine Chance. Ein Bär. Ich hab das Ziel in Sicht. Kein Bär. Ich brauch Feuerschutz. Yo, das sind Peggys. Ich geh mal eine Runde. Deck mich. Scheiße! Ich fall nicht drauf rein. Warum sind die Tiere so lange friedlich? Bis sie sich verwandeln. Ich versteh's nicht. Boah, lass mich in Ruhe, Mann. Was ist mit dem los? Kaliber 50 Munition. Brauchen wir ein bisschen häufiger. Ich sehe es. Okay, auf geht's. Nächster Zielpunkt. Oh Mann, warum kannst du nicht auch ein Wolf sein? Ein Bison. Okay, das ist also der richtige Heli. Müssen wir dann trotzdem noch zum dritten Checkpoint, oder? Soll ich auf mich aufmerksam machen, oder landet er da hinten? Okay, der landet da hinten. Ich versuch's mal da drüben. Passt auf mich auf! Okay, er landet im Außenposten. Er fliegt weiter. Was soll das?
bräuchte ich wahrscheinlich mein Scharfschützengewehr wieder. Oh Mist. Komm schon. Warum hat das erste Hilfeset nicht gewirkt? Keine Munition mehr. Nein! Ey, das... Das sind 3 oder 4 Meter gewesen. Komm schon. Der eine Dude kann uns sicher helfen. Na komm schon. Hallo. Hallo. Kann er uns mal helfen? Danke, Mate. Sorry, du kratzt nicht ab, Bulle. Danke, danke, danke. Ich entfache einen heiligen Schalter auf mich. So leicht kommst du nicht davon. Du! Ich versuch's mal da drüben. Passt auf mich auf! Okay, anscheinend müssen wir nicht mehr zum dritten Punkt. Nehmen? Was kann ich hier mitnehmen? Oh, Senf. Das Ding hat keine Raketen. Ich glaube, die MG ist dann auch nicht so viel krasser als bei anderen, oder? Okay, ins Hotel können wir später, jetzt aber wird erstmal der Heli abgeliefert. Eben war ich schon halb ein Geist. Irgendwie geht sie gerade so gut wie gar nicht vorangefühlt. So, hier können wir mal die Geschütze austesten. Ahoi, hoi. Oder auch nicht. So,
Aber was ist denn mit den Schreinen los hier? Jawohl. Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Was ist hier los? Warum brauchen wir so viele Schüsse? Wahrscheinlich hat er dasselbe gemeint, oder? Was meinst du? Ach so, ja, danke nochmal übrigens. Wir haben gegen die Peggys gekämpft und sie hat sich gewehrt. Und jetzt kämpfen wir immer noch. Kann das nicht endlich mal vorbei sein? Er ist aber ein lustiger Geselle. Ja, übrigens, danke, dass du mir das Leben gerettet hast, Kumpel. Soll ich jetzt direkt landen, oder? Ich schieße erstmal. Erst sichern, dann landen. Ach ja, die nachladbare Munition. Man muss echt lang warten, damit man wieder feuern kann. Wahrscheinlich damit es nicht zu leicht wird, aber es dauert echt lang. Hi, ich bin der Tod von oben. Bei anderen Spielen hat man ja auch die abkühlenden MGs, nachdem man ein Weilchen geschossen hat. Aber hier ist es halt eine viel längere Zeitspanne, die du warten musst, bis du wieder schießen kannst. Warum kann ich hier nicht rein? Ich rücke aus. Ich muss noch höher. So, ich brauche bitte Waffen. So mitten im Kampf. Hallöchen, ich möchte bitte was kaufen. Insbesondere Munition. Und ich möchte bitte meine Waffe haben. Ja, bitte. Ja, bitte, ja, bitte, ja, bitte. Und ein Körperpanzer. Wäre auch nicht schlecht. Und es wäre nicht schlecht, wenn der Punkt hier gewechselt würde, damit ich auch eine Dingens kaufen kann. Eine Schutzweste. Haltet mir den Rücken frei, wenn unterwegs. Jawoll. Adelaide! Das Ding mit der Heilige Scheiße, gut gemacht! Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. Du bist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Also ich halte immer meine Versprechen. Bin unterwegs! Wie Oma immer sagte, Schuss in den Kopf. Ich sag mal so, wenn sogar die Story-Dialoge unterbrochen werden durch irgendwelche Zufallsevents, dann ist es halt irgendwann zu viel. Mann, Mann, Mann. Wenn das eure Nippel nicht Stahl ist schon ein bisschen zu viel. Es ist halt einfach so. Also jedenfalls. Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Ruf mich an. Jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Man hat nicht gelebt, wenn man diesen Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Ja, jetzt schuldest du mir... Jetzt schuldest du mir nicht nur wegen des Tulips was. Oh Gott, zu viel Informationen. Viel zu viel Information. Okay, was ist hier los? Adelaide Drupman. Sie ist wirklich eine Marke. Eine verdammte Schützin und hat immer ihren Heli dabei. Wirklich eine Bereicherung für die Gruppe Deputy. Wechseln kann, hat sie nicht verdient. Eden's Gate vergiftet unser Wasser. Alter. Danke für die Hilfe. Oh, cool. Wir müssen sie aufhalten.
Was ist denn bei dir los? Du musst mir helfen. Was ist los? Ist das zu fassen? Dieses Bliss breitet sich in der ganzen Gegend aus. Das ist Gift, das diese Typen von Eden's Gate überall hinbringen. Das Zeug gelangt in den Fluss und verseucht ihn total. Siehst du diese großen grünen Container? Die sind voller Bliss und die Peggys verschicken das Zeug an irgendeinen wichtigen Ort. Wir müssen rausfinden, wohin und sie zerstören. Mein Life-Coach sagt immer, man soll Probleme in kleinere Häppchen aufbrechen. Also, Schritt 1. Ich weiß von einem Peggy-Laptop, mit dem wir diese Container verfolgen können. Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. Oh, bitte nicht. Von dem Nebel fern, der bedeutet nichts Gutes. Tragisch. Hier gibt's eine Menge Naturscheiß, den wir zurückerobern müssen. Bitte nicht so fremdscharmmäßig machen. Einer von uns wurde beim Jessup-Anwesen beschossen, hat es aber zurückgeschafft. Sie experimentieren da, um Bliss zu verbessern. Das Zeug ist eh schon viel zu stark. Wir können nicht einfach zusehen. Alles klar, ich hier. Einen weiteren Außenposten entdeckt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, euch herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Hier ist gerade wieder ein Helikopter. Den können wir gerne beim nächsten Mal erledigen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bis demnächst. Haut rein!